Harmlos fing es an in einem Club auf einer Party. Damals ging es drum, werd nicht wie Mutti oder Vati. Ein Blickfang für die Ladies, er war cool tätowiert. So naiv, jung und geil, hat sie gar nichts kapiert. Etabliert fühlte sie sich, angekommen, das vollkommen in dem Land ihrer Träume. Bunte Pillen, sie scheint benommen. Sie hieß Natascha und kam aus der Ukraine mit einer Tasche voller Träumen. Wollt ihr drüben Geld verdienen? Bediene das Klischee, bedien das Klientel. Denk an deine Heimat, dann tut es nicht so weh. Es lässt dich fliegen, sagt er. Jeden Tag zu ihr mit einem Schatten im Gepäck. Stand sie vor der Tür, als hätte sie's schon gescheckt. Und sorgte so dafür, dass sie so am allerwenigsten spürt davon. Nächte wurden durchgemacht und jeder Tag zur Nacht. Nur gelacht, nicht gegessen, Schmerz und Leid, es schien vergessen. Für den Augenblick, ja, für den Augenblick war sie ganz weit weg und blickte nicht mehr zurück. Und ich weiß, was es heißt, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Kleine Mädchen, Schleifen, Söckchen, kurze Röckchen, so wollte er sie sehen. Zwei Zöpfe und der Girly-Style, ja, das macht die Freier geil. Puder auf das Näschen und jetzt hoppel wie ein Häschen. Mit geballter Gewalt hält er sie klein, ohne Scheu, ohne Halt, schlägt er immer auf sie ein. Zieh dein Puppenkostüm an und mach deine Arbeit. Konsum, Konsum, verdränge nun die Wahrheit. Sie hebt den Rock, schließt die Augen und nichts rührt sich. Sie wischt dich ab, sie nimmt die Kohle und sie fühlt nicht. Sie schließt die Tür, macht sie auf, legt sich hin, steht wieder auf. Sie zieht sich aus, zieht sich an und der Nächste steht schon an. Sie kauft die Stoff, ist wieder drauf, fragt sich still, wann hört das auf? Und ich weiß, was es heißt, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Nicht zu wissen, wie es weitergeht. Wenn man läuft und nur läuft und dann merkt, dass man immer noch steht. Und wieder an den Pranger und wieder eine Seele. Oh Gott, jetzt ist sie schwanger, weil's keinen interessierte. Ja, einfach keiner reagierte. So nahm das Schicksal seinen Lauf und hört hier erst am Ende auf. Natascha wurde bitter langsam klar, dass sie schon lange nicht die Alte mehr war. Es gab nur Freiheit und das durch ihren Tod. Ihr weißes Kleid, es färbte sich wurd rot. Bleib doch stehen, bleib doch stehen. Siehst du dich nicht rückwärts gehen? Und sie geht durch ihre Straße und sie sieht, wie es mal war. Langsam schließt sie ihre Augen, ist der Heimat wieder nah. Träumen möchte sie für immer und sie sehnt sich in die Zeit. Sieht ihr Haus und sieht ihr Zimmer, wo als Kind sie schien befreit. Ein Tag später war in der Zeitung zu lesen, da ist eine junge Frau aus Odessa gewesen, mit einer Schönheit, die einer Elfe gleichte. Doch wer kennt sie? Außer ihre gefundenen Leiche. Und ich weiß, was es heißt, nicht zu wissen, wie es weitergeht.